Hi, grüße euch von der Oberlausitz. Oberlausitz. Auf geht's. So. Willi hier ist nicht unbedingt der schnellste. Müssen wir eben überlegen. Irgendwie war das doch. Oh, das war die Motorhaube. Nee. Ich hab's mal geschafft. Da ist er. Ein bisschen altmodisch, aber effizient. Schmeckt mir das Gras. Schafft unser Oldtimer hier wohl, das kriegen wir wohl hin. Ist ja wieder so ein Dinger hingepflastert, die nicht weggehen. Jetzt kriege ich doch schon wieder die Krise. Warum macht man sowas? Ihr lieben Mettbauer. Ich liebe es, wenn ihr so Mettbauer habt. Ja. Wirklich schöne Dinge, aber diese Gräser, die da verbaut werden, Pflanzen, die man da nicht wegkriegt, das finde ich persönlich nicht schön. Aber, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, weil ich kann sowas überhaupt nicht, kann ich immer wieder nur sagen. Das ist einfach nur so eine leichte Kritik meinerseits. Weil ich auch schon mal gerne was verändern. Wenn ich da solche Gräser habe, die ich nicht wegkriege, nicht übermalen kann, ja, auch so wie hier nicht abgemäht bekomme, ärgert mich das nicht. Das da rechts da, ne? Das ist ein Schnüssel. Wenn man jetzt hier zum Beispiel noch wieder was ein platzierbare platzierbares Gebäude hinsetzen möchte, das wäre natürlich ein Problem. Ne? Jetzt habe ich da ohne Prüfungszeug glaubt auch schon. Ja, natürlich. Ich muss das so machen. Also. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Weg hinmachen wollte,
geht nicht. Weil diese olle scheiß Pflanzen da nicht weggehen. Das ganze Gelumpe hier. Mann. Mann, ey. Das haben wir gesagt, ja. Das finde ich ein bisschen, ja, jetzt kommt da natürlich wieder, dann musst du halt in den Giants-Editor gehen und musst das da irgendwie auslöschen. Ich weiß, dass das geht. Aber, ja, ich bin zu alt. Und im 22er hier auf jeden Fall werde ich mich da nicht mehr mit befassen. Eventuell mal dann eher in den 25er, wenn es mir in den Kopf kommt, aber ich befürchte eher nicht. Ja gut, Arbeit ist hier nicht. Habe ich jetzt hier so weiter gemacht. Ich wollte hier an die Stelle, wahrscheinlich stören oder sowas. Aber wenn der Kack halt weggeht, ist das ja auch blöde. Alles im Elend. Leute. Welch ein Elend auf dieser Welt. Die Fläche hier rechts soll ich auch nochmal abrasieren bei Gelegenheit. Kann ich auch hinstellen auf die Dauer. Ich muss natürlich auch jetzt mal Geld haben, ist ja klar. Wo habe ich denn? Ach, was eigentlich nicht. Leute. Ist gut. So weit ist das schon mit mir gekommen hier. Seht ihr das? Und WD-40 muss ich schon trinken, weil die Gelenke so quietschen und knacken. Ist ganz schlimm. Wo haben wir denn? Falsch, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber davon jede Menge. Nee. Der kann das nicht. Gut. Kommt die erst in der Ecke, sind doch Hobbytrecker. Nee, die treffen gerade an, der kommt hier nicht hin. Fahren in die Großhalle. So. Boah, der Land steht. Ich glaube, da steht er besser. Und mit der Land kommt er da rein. Ich weiß es nicht. Wir fahren den jetzt erstmal dahin. Alles andere macht ja keinen Sinn.
Gucken. Ich hatte nämlich noch einen Auftrag, eine Mission, eine Dings gebumst zu Ende gemacht. Guck, das müssen wir noch abschließen. Geht wieder nicht. Ach, geile Nummer. Ich habe das fertig gehabt, also das Spiel beendet. 18.700 mal merken. Wenn das ehrlich auf meinem Dingens gebumsten erscheint, dann werden wir uns das gut schreiben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte gerne, Technik habe ich nur das. Gut. Kennt ihr das, wenn die Augen brennen? Ich bin am Montagmittag nach Hause gekommen von meiner Tour. Hatte ich ja auf YouTube da ein Video, da war ich. Ich war ja von Freitag bis Montag unterwegs. Da habe ich für diese Woche so viel vorgenommen, weil ich ja jetzt auch alleine zu Hause bin, ordentlich Videos zu produzieren, im Haus bzw. am Haus was machen. Nichts. Ich habe noch gar nichts geschafft. Überhaupt nichts. Ich habe nur gepennt. Gepennt und gefaulenzt. Muss ich einfach mal so sagen. Ich kriege den Arsch nicht hoch. Das ist echt schlimm. Es wird fürchterlich mit mir zu Ende gehen. Wenn meine Frau am Samstag wieder nach Hause, ja, Samstag wieder nach Hause kommt, das wird was werden. Ich kann es nicht ändern. Das geht nicht, das kriegst du nicht auf der Kette. Was ist das denn hier? Hey? Nee, bei zurück Kombination. Also, alles klar. Auf der Andrea Doria. Nicht so schön, ne? Auch 1,80. Ich könnte so einpennen schon wieder, das ist nicht normal. Wie ging es unterwegs? Gut, ich hatte keine Kopfschmerzen, keine Magenschmerzen. Ich habe wunderbar geschlafen. Ich war über Tag fit. Kaum bin ich zu Hause, hänge ich wieder völlig in den Seile, hier so eine Scheiße. Schon, ne, dieser Rostlock hier. Aber ich mag das jetzt nicht, wenn der so. Nee. Es ist immer so schwierig, sich da das Richtige wegzusuchen. Wenn ihn richtig oldschool.
Ja, dann müssen wir den mal holen, dann nehmen wir uns mal den Eumel hier. Ja, auf der wird nicht gehen. Leute. Da macht man einen Helfer da oben, der ist doch ein Gange. Ich habe ja so meine Zweifel. Bleib doch stehen, du Blöde. Ja, ja, ist klar. Und jetzt losfahren. Ja. Jetzt packen. Tadadi. Es ist gar nicht so einfach, sich darauf zu konzentrieren. Dass wir einfach mal gerade stehen bleiben. Und das bei diesem Rasiermesser scharf Messer. Das ist unglaublich. Aber das Thema hat man ja. Schokomirse. Ja. Also ich befürchte, dieser Bau hat nichts auf der Hacken.
Gucken wir mal, ob wir den wegkriegen. Verkaufen. Okay. Wenn es eine gibt, kriegen wir dieses Kacke nicht. Scheint doch nicht. Ist nicht zu glauben. Geht nicht weg. Scheiße. Das ist mal da auf. Das sieht da ja durchfahren könnte. Rum, ne? Ist schon etwas gekriegt, weil gerade den Piepmatz gesehen. Jetzt habe ich das Ding ausgeschaltet, die Blöde. Thank you.
ist nun nicht so schön. Kümmern. Dann schauen wir mal darin. Darin. Ach Leute, ey, ich hab den Lust, der Block könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ihr merkt es wahrscheinlich an meinen Kommentaren. Irgendwie bin ich nicht gut drauf. Und da wohl auch nicht. Ja, so ein Zwiespalt. Ne? Ich möchte aufnehmen. Hab auch Lust dazu, aber irgendwie bin ich total erschlagen und müde. Kann man nicht beschreiben. Aber vielleicht kennt der eine oder andere von euch das ja auch. Das ist so ein blödes.
Köppel. Nicht mehr. Hier stehen. Standart, das ist ein Leihgerät, das war so. Müden, genau. Wir müden. Bevor wir alle brüten. Ach nee, nichts muss ich gucken. Entschuldigung. Muss eben da kicken hier. Wo ist er? Da ist er. Das sieht aber gut aus hier. Ne? Hat er alles fein gemacht. Mal eben hier am Zaun gucken. Das sieht alles. Ja, hat er sehr schön gemacht. Können wir so lassen. Das ist gut. Zieht es wieder in der Hand, ey, das ist doch. Mein Gott, wie kann man nur alt und gebrechlich. Was haben wir denn da noch? Hier ist zwar Felssturz hier. Und so, den bringen wir mal eben zum Platz. Oder nö, fahr beim Händler, stelle ich den ab und nehme den Ladewagen mit. So machen wir das. Dann werden wir eben das Gras einsammeln und mal gucken, ob ich das dann in meinen Fermenter bekomme. Fermenter, hast du nicht gesehen, schlag mich tot. Ja.
Badabi, 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 babam. Badabi, badabi, badabum, bum, bum. Dann müssen wir ja nochmal den Waschtrecker, ne? Wenn der, wenn alle gut geht. Oh, Entschuldigung. Also mit den Hupen, das ist auch so eine Sache bei den Fahrzeugen. Entweder habe ich doch mit den Ohren, aber man hört sie wirklich nicht. So, einmal hier jetzt rum. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ne? So ein kleiner Versuch, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, werdet ihr das gleich sehen. Hoffe ich. Brummt schon wieder der Schädel. Das ist unglaublich. Aber gestern hatten wir hier, gestern war es eigentlich von der Luft her und so bombig draußen. Ne? Wir hatten gestern 19 Grad, maximal 20. Und leichten Regen ab gestern Mittag. Total klasse. Ich habe hier alle Fenster losgerissen wegen Luft und so. Ja, und was soll ich sagen, heute ist schon wieder scheißen schwül, bis 30 Grad. Das ist zum Verzweifeln. Das ist nicht meine Luft. Absolut. Ich hatte ja meine Frau ja am Samstag nach Otterndorf gebracht. Und ich habe auch die Nacht in Otterndorf verbracht, oder auf einem Campingplatz. Und ab 21 Uhr. Erstmal war es über das schon nicht zu heiß, das war eigentlich angenehm. Ein bisschen Wind, ne? Nordsee halt. Und dann in der Nacht, ich war echt überlegen, war um 21 Uhr, wo das so kalt, in Anführungszeichen kalt. Habe echt überlegt, Heizung anzumachen. Im Wohnmobil. Habe ich dann nicht gemacht, aber so gefühlt wäre das nicht verkehrt gewesen. Unglaublich. So, jetzt fahren wir hier noch mal rum. Ich glaube, ich habe alles. Ach, schon. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Wo war denn mein Fermentär? Genau der. Was hat er hier? Fermentär. Nee, hier ist Weizen drin. Ne? Das ist mein. Genau. Mein G3D-Silo. Silo, Silo. Was haben wir hier? Ist das hier mein Fermenter? Fermentierer? Silageproduktion. Mhm. Könnte das ja das schon sein, ne? Gucken wir mal. Sollen wir mal gucken. Das was wird. Das sieht nicht so aus. Da. Silageproduktion. Ach so,
Ja, ich sehe schon wieder. Ja, wird nichts. Können wir so nicht machen. Dann müssen wir mal anders machen. Ach so, ne? Ich weiß, wo ich dann bleibe. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich hoffe. So, mal eben schauen hier. Den können wir ausmachen, den brauchen wir nicht. Haben Sie erstmal frisches Gras. Den habe ich gemietet, ne? Dann kommt der wieder weg. Erstmal so. Halt, stopp. Halt, stopp. Hatte nicht drauf geachtet, ich muss das ja vorbereitet, das Gras. Ich weiß auch nicht, was das wieder gewesen ist, das hat irgendwie, ne? Egal. Ja, Video ist lang genug. Ich bedanke mich und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Und ihr werdet beim nächsten Mal wieder dabei sein, würde mich tierisch freuen. Jo, und bis dahin, ne? Sag ich jetzt mal, winke.